Okay, willkommen zurück zu Far Cry 2. Und in der letzten Folge... Wow, was ist jetzt? Schießt da schon jemand? Nee, das war das Boot, glaube ich. Ich werde beinahe abgehoben. Ich steige aber trotzdem lieber aus. In der letzten Folge haben wir uns entschlossen, Josip Idromenos Ratschlag anzunehmen und dem Bruder, glaube ich, des Polizeichefs, irgendein Buch zu mopsen. Ich glaube, das war der Plan. Wieso ist hier niemand? Das kommt mir afrikanisch vor. Bäh, die Seerosen. Hey, da liegt jemand. Habe ich den letzte Folge erschossen? Mehrere. Ich glaube, das war nicht ich. Die haben sich untereinander massakriert. Ja, selber schuld. Hier war eine super... ein gutes Versteck. Guter Ausgangspunkt, um alle zum niederzumähen. Oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Außenposten hier einnehmen kann. Wenn er mit Leuten besetzt ist, die wissen, was sie tun. Ich glaube nicht, dass das möglich sein kann. Okay, genug belabert. Wir schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Da rein. Was? Da rein? Schau, der rote Punkt bewegt sich. Der ist unterwegs zu mir. Aber so schnell, schau mal, wie schnell. Ich glaube fast, der ist in einem Hubschrauber oder sowas. Huh? Das kann doch nicht, das kann doch kein Fahrzeug sein. Ein landgebundenes. Ah, schon wieder. Das sieht aus, oder klingt wie Querschläger. So, ich speichere jetzt hier mal. Sicher, sicher. Der Bruder des Polizeichefs wird wahrscheinlich nicht allein hier sein. Er führt eine Brücke. Oh, gerade jetzt! Heilige Scheiße! Malaria. Wo ist die Pille? Wie viel sind noch drin? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, ungünstige Zeitpunkte sind das immer. Wenn ich meine Anfälle bekomme, ist da zufällig kein Diamant. Lass mich rauf. Ja. Wir schleichen. Ich habe mir auch vorgenommen, mehr Diamanten zu sammeln. Also nicht im Meer, mehr Diamanten, sondern mehrere Diamanten zu sammeln. Denn ich brauche unbedingt den Tarnanzug. Es geht nicht ohne. Jetzt geht's schon noch ohne, aber bald nicht mehr. Wenn die Prophezeiung stimmt, dann soll es bald ziemlich schwieriger werden. Hier war ich überhaupt noch nie. Da ist ein versunkenes Boot, Hausboot. Das wird blöd ohne Snipergewehr. Mit Snipergewehr wäre es vielleicht einfacher, weil dann könnte ich hier in Ruhe wüten. Ich schleiche mich mal ran und versuche es mit der Machete. Sieht der was? Nein, der sieht nichts. Einen nach dem anderen werde ich meucheln. Am besten mit der da. Die ist nämlich schallgedämpft. Und wie die schallgedämpft ist, das wirst du gleich sehen. Niemand hört was. Niemand sieht was. So, wo ist der Typ? Rechts in dem Haus da. Na ja, wird schon schief gehen. Solange es noch... Wie ging das Lied?
Wir suchen sie Europa, solange es noch steht. Ja, genau. Das waren noch Zeiten. Wir waren damals schon nicht mehr sicher. Oh! Das war eine Kugel. Aber keine Mozartkugel. Scheiße, ich glaube, sie haben es gesehen. Da drüben kommen sie. Schau, sie sind außer sich. Scheiße, scheiße. Aber ich bin hier richtig. Hier kann ich... Oh, hier kann ich Wasser trinken. Sieht mich der. Was passt zu den Kalypso-Gängen hier? Ich geh mal. Lass mich doch nicht umzingeln. Ich depp. Da, was? Du bist die Flanke sichern. Aha, jetzt kommen sie alle angeschissen. Oh, scheiße, scheiße. Die Flanke wollen sie sichern. Ich gehe um ihn rum. Um ihn rum. Oh, fuck. Ich gehe um mich rum. Oh, was? Nein, du bist nicht getroffen, du bist tot. Was hat er jetzt gemacht? Hat er sich selber erschossen? Haha! So rennt wie. Nur schauen, dass sie mich nicht umzingeln, dann geht's. Oh! Sie schießt da durch die Lücke. Motor zur Lücke. Ja, die Knarre ist nicht schlecht. Die Knarre ist nicht schlecht. Ich glaube, die ist besser wie alle anderen. Der schießt von da. Uiuiui. Schauen, dass mir die Munition nicht ausgeht, dann habe ich hier leichtes Spiel, wenn sie einer nach dem anderen angetanzt kommen. Die Frage ist, wenn. Der hat mich immer noch im Visier, der Arsch. Oh! Es ist noch leicht, weil die tragen noch keine kugelsicheren Westen, habe ich mir sagen. Oh! Habe ich mir sagen lassen. Das wird ein Problem. Mit zunehmender Spieldauer. Speicher. Es lief gerade so schön. Ich glaube, ich kann es wagen, etwas vorzurücken. Munition aufzunehmen. Ich hoffe, die goldene Wumme hält etwas länger wie die anderen. Normalfärbigen. Die haben aber wirklich ein Adlerauge. Schau, von da. Mich der gesehen, der Arsch. Ist ja Wahnsinn. Die Musik ist aus. Wir gehen nach Haus. Ich schleich ganz außen rum. Durchs Lager. Damit rechnen sie nämlich nicht. Hoffe ich. Sind ja keine Mathematiker, also können sie auch nicht damit rechnen. Ich glaube, schreiben können sie auch nicht. Können gar nichts, außer schießen. Leute massakrieren, Unschuldige. So unschuldig wie ich. Was ist denn das? Kartoffeln. International Food Fund. Food Fund. Fund Food. Glücklich ist der Food Fund. Es plätschert und blubbert. Hier wäre ein Geschütz. Ist aber, glaube ich, keine gute Idee, das Geschütz zu benutzen. Wir probieren es ohne. Sind da Fische drin? Ich höre da was dümpeln. Ich hätte auch den Wasserweg nehmen können und einfach vorbeischwimmen an allen. Enorme Pfahlbauten hier. Wieso ist da zu? Ist da etwa ein Diamant drin? Was? Kein einziger Diamant in dem ganzen Areal. Das ist aber erbärmlich. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt rüber? Oh, der hat mich immer noch im Visier. Bist du des Wahnsinns? Schau dir den an. Immer noch. Ja, das wird schwierig, weil ich habe nämlich... Wer ist es? Wow. Aha, die fahren mit dem Boot. Oh! Na, das ist aber jetzt gemein. Schau, die fahren mit dem Boot spazieren.
Ich werde sie hier abfangen. Abpassen. Tot. Alle tot. Was schaust du, hä? Huh? Oh, da sind noch mehr. Da sind ja noch viel mehr. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme doch das Geschütz, hä? Huh? Wo ist einer? Da oben? Der versteckt sich hinter der Tonne. Ich schieße ihn einfach weg. Au! Da oben sitzt einer, glaube ich. Einfach wild. Wild um mich schießen. Was hat denn der? Eine Irokesenschnitt. Ich glaube, der war schon lange nicht beim Friseur. Ich hasse es. Irgendjemand schießt da. Ja, da ist es. Okay, er liegt. Der liegt auch gleich. Er schreit schon mal. Da drüben ist noch einer. Ich sehe es. Was ist denn? Er ist ziemlich weit entfernt. Ich hoffe auf einen Zufallstreffer. Oder dass da irgendwas hochgeht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe ja nicht den Auftrag, den zu killen. Ich hätte ihm, glaube ich, nur... Oh, scheiße. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich hätte ihm nur das Buch stehlen sollen, aber ihn nicht umbringen. Ich hoffe, das gilt noch. Scheiße, scheiße. Ich glaube, die Luft ist rein. Es können nicht mehr allzu viel über sein, das gibt's gar nicht. Unmöglich. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Leute erschossen. Oder mehr. Wie viele es genau waren, ich habe dann zu zählen aufgehört. Aber es war ein richtiger Blutsturz. Überall Käfige. Sind keine Vogelliebhaber. Sind nicht gut zu Vögeln. Die Leute hier. Das mag ich nicht, wenn man nicht gut zu Vögeln ist. Ich bin Ornithologe. Hobby-Ornithologe. Onanologe. Mann, so viel Blödsinn habe ich schon lange nicht geredet. Das ist heute Rekord. Ich wäre auf der Suche nach einer Wasserflasche, weil mir fehlt nur ein Balken. Muni habe ich genug. Oh, ich bin falsch hier. Ich bin im falschen Areal. Na, wurscht. Wir haben ja Zeit. Es pressiert ja nicht. Der Polizeichef fährt spazieren. Er kann warten. Ich glaube, ich habe wirklich seinen Bruder gekillt, ja. Ich hätte hier reinschleichen sollen und das Buch stehlen. Das war der Plan. Ich habe es versaut. Scheiße. Aber vielleicht geht es auch ohne Buch. Bin ja. Nee, im falschen Haus. Darüber. Schwören können, das ist das Haus. Da ist kein Haus. Das? Das ist eine Halle. Oh Gott, ich bin im falschen Film. Im falschen Steg. Wir nähern uns der Sache. Vielleicht lebt er ja noch. Vielleicht war er nicht so blöd und hat sich abknallen lassen wie die anderen. Würde mich zwar wundern, aber ich wette, das ist oben. Es ist immer oben. Alles ist immer oben. Hallo? Was haben Sie denn hier gelagert? Fässer. Wer ist da? Ich bin's. Was wollen Sie? Er lebt noch. Er ist wirklich schlauer.
Er lässt sich nicht abknallen. Ich lass dich leben. Aber wie? Wow, das hast du gegessen? Das sieht aus wie eine Hostie. Soll das ein Brot sein? Schau, was ist denn das? Sieht aus wie eine angeknabberte Hostie. Und da, die Fische, alles ranzig und die Fliegen. Was ist jetzt mit ihm? Ach so, so muss ich das machen. Ich dachte, ich kann es mir selber nehmen. Da, nehmen Sie das verdammte Ding. Hier ist nur aufbewahrt. Jetzt ja, das wollte ich. Familie in Ruhe. Deine Familie ist leider schon massakriert. Es lebt keiner mehr außer dir in dem ganzen Camp. Sorry. Würde mich aber interessieren, wie das verlaufen wäre, wenn ich niemanden erschossen hätte und hier reingeschlichen wäre. Ist das überhaupt möglich? Oh, dieses Leben. Was? Soll ich es dir nehmen? Oder soll ich es dir geben? Yoshi wahrscheinlich. Sie haben das Hauptbuch und der Captain ist auf der Flucht. Töten Sie ihn in der Polizeistation. Ich dachte... Ach so, ja! Das war der Plan. Ich habe das Buch und jetzt läuft er nicht mehr wie ein Wahnsinniger rum, sondern steht still und ich kann ihn leichter töten. Das war eigentlich das Ganze. Dafür habe ich das jetzt alles gemacht. Nur aus dem Grund, dass er jetzt stationär ist. Die Frage ist, wo? Am anderen Ende. Arschgesicht. So muss das so weit weg sein. Hätten sie das nicht ein bisschen näher zusammenlegen können? Die wissen ja, wie mühsam es ist, hier sich fortzubewegen. Aber wir gehen wieder auf demselben Weg, wie wir gekommen sind. Hat sich bewährt. Da wird mir schwummrig. Das ist wirklich so, dass man überhaupt keine Kondition hat mehr, wenn man an Malaria leidet. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt auch viele Leute, die Malaria haben und die nicht ganz so schnell K.O. gehen wie ich. Ich muss mir das jetzt nochmal auf der Karte anschauen. Also da, ich drehe mal um und dann schaue ich nochmal. Da geht nichts weiter. Richtig, oder? Kann ich da durch? Irgendwie? Nein, nicht aussteigen! Falschen Knopf erwischt. Nein, da geht nichts weiter. Schau, das ist ein See. Das heißt, ich fahre ganz außen rum. Boah, das ist ein breiter Weg. Ein Wahnsinnsweg. Aber auf dem Fluss ohne Wiederkehr geht's halbwegs zügig. Schau, wie zügig. Oi, da lebt noch jemand. Die sind wieder gespawnt. Die haben geschlafen. Sehe ich das richtig? Die haben geschlafen. Noch einer. Da ist er. Oh, shit. Oh, der tut mir nichts, glaube ich. Der schießt nicht. Er schießt nicht, also schieße ich auch nicht. Ich glaube, die hätten jetzt auch nicht geschossen. Oh fuck, ich glaube, das war so vereinbart, weil ich ihn leben habe lassen. Jetzt haben sie mich auch leben lassen, aber ich habe zuerst geschossen. Scheiße, ich bin da so gewohnt. Oh, was ist denn da? Ach so, das ist das Lagerfeuer vom Yoshi. Wahnsinn. Ich glaube, er will Rauchzeichen geben. Mal schauen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Ja. Also, immer rechts halten. Rechts, 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 rechts. Immer rechts. Oi! Diamant. Oh fuck, schau, da oben. Ich versuche durchzuzischen. Vielleicht klappt es, es ist ja Nacht. Manchmal klappt es.
Ah, sie reagieren langsamer bei Nacht als bei Tag. Im Tag hätten sie schon geschossen. Und eine Rechtskurve. Segel setzen. Habe in letzter Zeit etwas Black Flag, Assassin's Creed, Black Flag gespielt. Da ist man auch oft auf dem Wasser. Logisch. So, schau, wie schön das geht. Das Wasser ist etwas verbessert worden in der Zwischenzeit. Die Technik ist nicht stehen geblieben, muss man schon sagen. Obwohl die Grafik hier einwandfrei ist, gibt es gar nichts zu bemängeln. Aber die See halt. Gut, hier ist ja kein Wellengang. Das ist ja nur so ein Fluss. Aber das Wasser ist schon ziemlich beeindruckend dargestellt in Black Flag. So, da oben wäre ein Unterschlumpf freizuschalten. Scheiße, den hätte ich jetzt machen können. Mir wurde angeraten, alle Unterschlümpfe freizuschalten. So, jetzt aber speichern, weil da ist jemand, schau. Da ist jemand. Wir fahren und schießen. Oh, da oben ist auch jemand. Oh, Scheiße. Natürlich, hinter mir. Boss! Oh, abgesoffen, du Rindvieh. Ist der blöd. Er ist abgesoffen. Irgendwo lebt noch jemand. Huh? Unter Wasser? Wo ist er? Er muss hier sein. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Was los? Ist er? Scheiße, Mann. Wir sollten ausschwärmen. Nein. Nicht schwärmen. Die fliegen. Zu ruhig. Noch einkreisen und dann erledigen wir ihn. Ich geh mal hier an das Geschütz. Ist er? Die haben mich von der anderen Seite erwartet. Die rennt hier. Oh, da oben. Alle tot, der lebt noch. Ich höre dir stöhnen. So, alles massakriert. Sehr gut. Jetzt kann ich beruhigt weiterziehen. Nichts mehr lebt. Aber zu Fuß, mit dem Fahrzeug oder per Boot. Okay. Das machen wir mit dem Boot weiter noch ein Stück. Ein Stück fahren wir noch mit dem Boot. Weiß nicht, ob das jetzt nötig gewesen wäre. Offen gestanden. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte es geschafft durchzufahren, aber es wäre riskant, weil die waren schon am Geschütz. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte. Die hätten mir in den Rücken geschossen. Was? Oh Gott. Mehr. Noch einer? Nee. Ich glaube, da war noch einer, aber... Wurscht. Die wären mir wahrscheinlich hinterher gefahren. Da musste ich sie erledigen. So, der Unterschlumpf ist freigeschaltet. Nein, nicht schon wieder. Was ist denn da los? Geht's ja zu. Sind ums Eck gebogen hier. Kommt. Kommt, Onkel Clarence. Da sind sie. Ah. Frontalzusammenstoß. Und da ist ein Diamant, ha? Huh? Habe ich da was blinken gesehen? Aber ich muss da lang.
Oder? Muss ich da lang? Da. Oh. Da oben ist eine noch nicht freigeschaltete Basis. So, und dann rechts. Plus und dann rechts. Oh, fuck, fuck, fuck. Ciao. Oh, das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Oh, fuck. Sind stehen geblieben. Sind nicht ins Wasser gefahren wie die anderen. Da oben ist auch einer. Ha. Soll ich? Ich glaube, das mache ich, weil die sind noch nicht befreit. Der ist noch nicht freigeschaltet, beziehungsweise noch nicht erobert. Jawohl, den werden wir erobern. Aber in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.